War da jetzt gut? Das war sehr gut, weil Oh. ich schon auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Du dachtest schön, das machen wir noch offscreen. Das wollte ich dir noch offscreen sagen. Nö, das immer wieder. Nee, ich freue mich gerade total, dass es geklappt hat. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nee, nee, keine Anmoderation. Das ist jetzt alles vorbei. Ach stimmt, die Zeiten der Anmoderation, wo wir uns noch Mühe wir geben. Wir sind jetzt solche YouTube-Experten geworden. Wir brauchen nicht vor jedem Part eine Anmoderation. Der Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Nochmal, ein Körper liegt ausgestreckt auf dem Bett. Mir ist gar nicht danach zumute, ihn näher zu untersuchen. Doch, mach das. Aber mir ist danach, meinen Schraubenzieher in ihn reinzubohren, um zu gucken, ob er Blut... Guck mal, da hängt ein Davidstern an der Wand. Ein Amulett von Salomon. Mitnehmen. Oh Gott, die wachen jetzt alle auf. Alter, oh Gott. Mach keinen Scheiß. Okay. Von Salomon. Gibt's auch eine Sage, ne? Salomon ist ja, jüdischer König. Hast du die alle untersucht? Ich hätte die alle untersucht. Ich hätte es gemacht. Tja. Und jetzt? Ach du Scheiße. Cutscene. Harry. Was? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Peace. Harry? Lisa? Boah, was geht mit Harry schief hier? Ich finde die Musik eigentlich voll schön. Der kloppt die voll gegen die Wand und dann lässt er die in dem Raum. Guck dir mal den Davidstern an. Mhm. Nee, das ist ein Symbol von Salomon. Nee, das ist ein Judenstern eigentlich so an sich. Es ist ein Davidstern. Das Amulett ist ein sternförmiger Gegenstand mit 6 Ecken, benannt nach dem Magier aus der Antike. Mhm. Na dann los. Was machen wir damit jetzt? Irgendwo einsetzen? Aber wo? Vielleicht bei den Standzeichen irgendwo. Da konnte man, glaube ich. Ey, versuch doch mal dort reinzugehen. Ach so, okay. Mal gucken, was der dazu sagt. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Hä? Sie ist bestimmt weg. Und jetzt liegt was auf dem Boden. Das ist ein Tagebuch auf. Da ist ein Tagebuch auf dem Boden. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht, muss erbrechen. Aber nichts kommt heraus. Erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließt aus dem Wasser in der Toilette. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Ach du Scheiße.
Ach, Harry, Mensch, was machst denn du für Blödsinn? Und vor allen Dingen, wieso hat sie so brutal geblutet ich auf einmal? Keine Ahnung. Geh nochmal in den Raum hinten. Ja. Wie irritiert die Musik? Ja, ne, die Musik ist jetzt irgendwie. Die hört bestimmt irgendwann wieder auf, aber. Aber wie gesagt, ich mag die Musik total. Ich kenne Guckst das du die jetzt nicht alle an? Also ich wäre wirklich dafür. Soll ich? Die vorderen haben wir ja beide schon. Dass du die einfach mal anklickst. Genau, okay. Weil manchmal ist es ja echt so, dass irgendwas bei denen noch liegt oder so. Die hattest du schon, glaube ich. Machen wir, wenn dann nochmal alle. Gut, dann machst du nochmal alle. Aber ich habe echt das Gefühl, wir sind kurz vorm Finale. Es wird irgendwie immer komischer. Die Polizistin ist ja schon dran gewesen. Die ist ja auch so komisch. Jetzt Lisa hat uns auch verlassen, die sind nur die ein bisschen Liebe wollte. Sind die jetzt alle tot oder wie ist das? Ich weiß nicht, was mit Lisa ist. Sie ist auf einmal weg und ihr Tagebuch liegt hier. Sie meint ja, sie ist einer von denen. Wo können wir denn das Symbol einsetzen? Also hier ist ja noch so eine... Was? Hä? Ach nee, Quatsch, war ja gar nicht die Tür. Wir haben noch den anderen Gang. Wo willst denn du hin? Ich will nochmal zu dem Sternzeichenraum. Ne, das ist daneben links. Genau da. Ja. Nee, weil hier ist ja so ein unten diese blaue Plakette, die wir irgendwie auch nicht, mit der wir nicht agieren können. Ne, okay. Nee. Gibt's bestimmt noch irgendeinen anderen Raum in dem anderen Gang oder so. Okay. Jetzt hat's aufgehört. Ja, jetzt ist die. Schade. Nö, ach, war ja genug von der Musik jetzt. Ich mag die Musik irgendwie total. Mach die Taschenlampe aus, wenn du reingehst. Du kennst unsere lieben Krankenschwestern. Oh ja. Die wollen uns immer nur Gutes. Natürlich. Da waren wir schon mal. Gehen noch mal runter. Das war der Keller, den wir noch mal erforschen konnten. Ja, wir müssen jetzt noch mal gucken, wo wir... Ach, in der Schule war das dann. Ach, stimmt. Hatten wir da irgendwas noch gefunden? Mit einer Bank hier, genau. Na, hier hatten wir ja nur dann diese Werkzeuge gefunden am Ende. Das ist die Bank von... Von... Ja, genau, von wem hatten wir noch mal gesagt? Von dieser Tussi, oder? Von Alessa. Genau. Oh, oh. Also sie meint ja gerade auch, sie ist eine von ihnen. Mhm. Ach, na dann. So, und jetzt muss man einfach mal schauen. Vielleicht ist er auch für später erst noch. Ach, hier ist ja auch noch ein Schlüssel. Hatten genau. Wir hier schon probiert. Nimm mal Schraubenzieher. Ich glaube, das hatten wir schon probiert, aber wir machen es einfach normal. Nee. Wozu haben wir eigentlich dieses Video und die... Das Video haben wir nicht angeguckt. Genau. Aber wir haben diese leere Plastikflasche. Wozu brauchen wir die? Braucht man vielleicht bei irgendwas und das verändert das Ende halt, weißt du? Liegt da was? Ich rätsel da immer gerne drüber, was da nur und wie. Licht aus. Sehr gut, du hast dran gedacht. So, und jetzt schauen wir nochmal. Nee, da waren wir... da waren wir drinnen. Na? Nee, den anderen Gang hinten lang, glaube ich. Aber wollen wir nicht mal in den Fahrstuhl gehen? Nee, geht nicht. Oh, oh. Wo geht's hier hin? Ja, das bin ich schon mit nur um. Ah, hier war das mit dem Vogelkäfig. Den hat man schon aufgekriegt. Nein, wir hatten aus dem Wasser den... Ach so, dann versuch mal hier mit... Das haben wir auch schon probiert. Aber ich kann es gerne nochmal versuchen, ja. Boah. Und versuch den Stern. Nee, scheiße. Und jetzt... Ich bin auch etwas überfragt. Einfach nochmal jeden Raum testen. Ja. Was? Hier waren wir noch gar nicht drin. Hier waren wir noch nicht drin. Doch, hier ist das. Scheiße, hier haben wir eine Schlüsselübersetzung. Ja. Geronimo! Alter! Mach nicht so eine Kacke, ey. Mein Herz! Ey, wir müssen echt irgendwas hier machen, ne? Der hat dies noch abgeschlossen, da haben wir noch keinen Schlüssel dafür. Was willst du jetzt machen? Schraubenschlüssel! Na gut. Davidstern! Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir den Stern an irgendeiner Tür, weil hier war doch irgendwas mit irgendeinem Namen, der eingeritzt ist oder so. Was war hier?
das. Ach, also, scheiße. Nee, es ist ein bisschen schwierig, weil die Kamera immer so doof schwingt. Ja, genau, die Kamera macht. Und jetzt ist wieder der gleiche Gang. Genau. Und dort aus dem können sind wir, glaube ich, nicht rein. Nee, ist immer nicht gekommen. Wir sind aus dem gekommen. Hier. Genau, von dem. Aus diesem Raum. Und da stand ja der Name ran. Du bist kurz gerannt, ne? Ja, die hat. Nee, eigentlich nicht. Doch, doch. Gib's ruhig zu. Doch. Das kann so, nicht sein. Nee, wir können nur. Ich glaube, wir müssen echt bei den Sternzeichen hier das Rätsel lösen. Na dann mal los. Schon wieder falsche Tür. Die ist ganz vorne, die. Ja. So, dann nochmal volle Konzentration hier. Freunde. Wir gucken nochmal hier erstmal. Boah, die Musik, ey. Das hat mir vorhin aber besser gefallen. So, Boah, hier ist ein Schütze. Welcher. Ne, wir können ja mal probieren, einen richtigen Monat einfach einzugeben. Stier? Aber das ist doch monatübergreifend. Ja, deswegen. Das, ne, wird das nicht hat nichts mit den Monaten zu tun. Ja. Warte mal, sind das insgesamt 9? Vielleicht müssen wir die in irgendeine Reihenfolge bringen. 1, 2, 3 und an den Wänden sind 6. Nee, 4. Scheiße, 7. Vielleicht aber welche Nummern schon weg sind von den 7. Also die 2 ist weg. Aber wir haben eine 10 mit drin. Hahaha. Oh, fuck. 10. Boah, das geht voll gerade auf die Ohren. Das ist voll ekelhaft. 0. Ich hoffe, man hört uns noch. Und eine 4. Na, die 0 und die 10 kannst du da rausnehmen. Die haben wir ja hier nicht in diesen Zahlen. Das heißt, wir haben noch eine 4 und eine 2. Was ist denn das türkise Ding da drunter? Ja, das kann ich ja nicht anklicken. Das ist total dumm. Ich kann hier nur Nummern irgendwie. Guck mal, hier haben wir die 8 markiert gehabt. Ja, das war aus Flachs oder so. Nur mal zum Testen. Drauf schießen! Na, hast du gerade echt geballert? Ja. Du wirst es am Ende noch bereuen. Bereuen. Das ist doch wieder ein Wortwitz des Abends. Ich wollte gerade sagen, damit haben wir unseren besten Knüller rausgehauen. Scheiße, jetzt kann man den Let's Plays auch aufhören. Jetzt kann man nur noch Scheiße labern, ey. Warum sonst nie? Ich habe überlegt, vielleicht wegen der, vielleicht auch der Anfangsbuchstaben vielleicht nochmal mit alphabetisch ordnen oder sowas. Das hatte ich jetzt noch. Aber die Waage kann ja dann nicht die 2 haben, weil fängt ja mit W an und W ist ja ziemlich weit hinten im Alphabet. Und Krebs hat ja die 10 und ist viel weiter vorne. Wir haben eine 10 und eine 0. Genau, voll sinnlos. Ja, ja. Was machen wir denn jetzt? Warte mal, wir haben eine 2 und eine 4 dazwischen? Eine 3, haha. Das klappt nie. Boah, das Geräusch macht mich jetzt alle. 2. Jetzt nipp doch mal am Bier und stell's hin. 3. Na los jetzt. Wieso denn? Na, weil der Charakter einfach nur dasteht und wir überlegen. Als ob das was bringen würde, wenn ich jetzt mit dem rumlaufe. Oh ja. Das haben die Leute was fürs Auge. Wenn sie was fürs Auge wollen, dann posten wir dazwischen einfach ein Foto von dir. Also, du kurz eingeblendet, genau, bis zum schrecklichen Geräusch. Wie so ein Horrorfilm, wie in so einem Horrorfilm. Stell dir so eine Erscheinung. Ja. Und die denken alle, hey, was war das jetzt? Bin ich jetzt gleich krank? Was machen wir? Scheiße, wir müssen das bestimmt offscreen machen. Ohne Mist jetzt. Das kriegen wir aber so hier nie. Aber hier kommen wir weiter. Ich wette, dann öffnet sich halt dieses blaue hier oder türkise oder grüne, was weiß ich. Das öffnet sich dann und da ist bestimmt irgendwie entweder ein Werkzeug oder noch ein Schlüssel oder irgendein Symbol. Oder hat das irgendeine Sage was zu tun oder so? Nee, das sind einfach nur Sternzeichen. Complicated. Und jetzt kommt, ordnen Sie diese nach der Entfernung Ihrer Planeten von sowieso? Genau. Naja, die Entfernung von den Planeten kann ich. Zur Sonne. Die kann ja auch sonst jeder, um das Spiel zu lösen. Kenn ich ein Spiel, da muss man das wissen. Ja, solche Spiele spielen wir aber nicht hier. Naja, gut. Das kannst du aber richtig vergessen. Das ist aber ganz einfach, da gibt's auch einen Nein. Merksatz. Da gibt's auch einen Merksatz. Das ist mir Schnitte, das will ich gar nicht wissen. Klick doch mal irgendwas da an oder was so. Was soll ich denn jetzt hier anklicken? Klick das an. Denk du lieber nach. Das ist der Krebs der Räu wird mit pissig. 10. So viel zum Thema, wir haben voll Bock. Kannst du hier irgendwas verwenden oder so? Ach, das wollen die nie wissen. Ach ja, was ist denn für eine Zahl da drunter? Guck nochmal, was bei dem... 10. Vielleicht Arme und Beine zusammengezählt. Ja, stimmt. Aber die Waage hat ja keine Arme, aber die hat eine 2. Oder eine 0. Aber die hat doch 2 so... 2 Arme. Warte, oh, jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, wenn jetzt, das wenn jetzt das ist... Warte mal, und der Steinbock hat eine 4. Ui. Das haut hin. Das könnte glatt klappen. Die Fische haben doch 2 eine Flossen. Null. Scheiße. Weil die keine Arme oder Stimmt, Beine haben. Stimmt, die haben keine Arme und Beine. Aber die Waage hat doch 2 so eine... 2 Arme. Ja.
So, boah, ey, wenn das jetzt klappt. Warte, und wir machen das nämlich in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.